Als wir ein Musikvideo drehen, mit dem Lutz hat ihm extra so einen Song dann geschrieben, den er ziemlich gut fand. Und dann die ganze Zeit beim Drehen diesen Song gehört, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Was wir jetzt drehen werden, ist ein Mid-Season-Trailer für die nächste Woche mit. Sowas wie Was bisher geschah. Anfangsklappe bitte. And ambitious. Bongo Boulevard ist für diese Staffel in der Halbzeit angekommen. Und wir wollen nicht sagen, ach, hätten wir uns mal kurz einen Moment genommen, mittendrin in dieser verrückten Zeit, einen Moment, in dem wir uns mal kurz klar machen, was wir bisher alles gerockt haben, wer alles bei uns war und was wir alles... Das schaden. Wir nochmal. Aber du musst nicht alles nochmal machen, sondern... Ich würde einsteigen... Bongo Boulevard ist in der Halbzeit angekommen. Achso. Oder? Ja. Das ist okay. Ein guter Absatz. Das ist ein Absatz. Aber dafür macht die Crew hier um Marie eine verrückte Arbeit, die für die meisten unsichtbar bleibt. So haben sie Milliarden eine Bühne auf einer Go-Kart-Bahn gebaut und Alma in einem Secondhand-Laden zwischen Cowboy-Stiefeln. Sie haben Larry in die größte begehbare analoge Kamera gesteckt, sind mit Clouseau auf den entspanntesten Roadtrip seiner Karriere gegangen und haben Dizzy in eine Comicfigur verwandelt. Sie haben Bosse auf einem Tennisplatz mit Hundewelpen und Andrea Petkovic überrascht und Leoniden mit dem Berliner Kneipenchor so eine große Freude gemacht, dass die Jungs sich richtig ins Auge geschwitzt haben. Doch einem Musiker haben sie noch keine Bühne gebaut und ihn noch nicht überrascht. Einem Musiker, den viele von euch wahnsinnig gerne im Bongo Boulevard sehen würden. Die meisten von euch kennen ihn aus dem Internet. Während viele am Anfang in ihm nur den Pausenclown sahen, ist inzwischen allen klar, dass da mehr ist als das. Bekannt wurde der am 26. Juli 1990 in Salzgitter geborene Multi-Instrumentalist, als er 2010 beim Secret Talents Award teilnahm und gewann. Ich weiß, warum du dich die ganze Zeit so freust. Boah, warte, ich will aber nicht so doof grinsen. Okay. Seither hat er in unzähligen Videos unterschiedliche Musikgenres erklärt, mit seiner Loopstation Welthits nachgebaut oder Songs in ein völlig eigenes Klangbild gesteckt. So wurde seine Swing-Jazz-Version von Chabos Wissen, wer der Babo ist, bis heute fast 7 Millionen Mal gefeiert. Während er neben seinem YouTube-Kanal immer mehr Projekte im Musik-Comedy-Bereich rockte, ob im Kinderfernsehen oder Orchesterhäusern, und einen Erfolg den nächsten jagte, blieb eine Sache bisher aus. Dem jungen Mann, den viele zum Pausenclown machten, der Meister wurde, Stimmen zu imitieren und Songs zu covern, der die Musik anderer erklärte und analysierte, fehlte die Zeit, seine eigene Stimme und seine eigene Musik zu finden. Über mehrere Jahre hat er sich nun davon freigekämpft und im letzten Jahr so viel Zeit in seine eigene Musik gesteckt wie nie zuvor. Und damit begrüße ich euch zu Wie klingt eigentlich Marty Fischer? Ja, Marty. Du kennst das ja. Boah. Willkommen im Bongo Boulevard. Ja, es ist schön, dass ich auch mal da sein darf. Gut, ihr könnt hier schon mal zusammenpacken. Komm mal kurz, wo immer du bist. Wir haben lange darauf gewartet. Das Problem ist nur, dass du dein Album ja nicht fertig machst. Ah ja, nee. Das ist ziemlich schwierig, deine Musik einzuladen. Dein Album noch nicht fertig. Es ist schön, dich so zu sehen, ganz ehrlich, aufgeregt. Ja, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ich hatte auch ein bisschen Tränen in den Augen. Ja, also ich auch. So ein bisschen angenäst. Genau. Ganz klein und feuchtig. Ja. Ganz toll. Manchmal denkt man, es ist ein ganz normaler Drehtag und dann? Ich sag's nicht. Ich bin völlig überfordert. Ja. Wie geht's dir, wenn du so Sachen liest wie hat vor allem sich mit der Musik und mit der Stimme oder mit den Stimmen anderer Leute beschäftigt und wenig mit sich selber? Ach, ja, so ein bisschen, als hätte ich mich hängen lassen, ehrlich gesagt. Also jetzt, das klingt voll dramatisch, merke ich gerade, aber es fühlt sich irgendwie schon so an, als hätte ich mich, als hätte ich falsche Prioritäten gesetzt. Also ich bereue überhaupt gar nichts, was ich gemacht habe, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Das ist ja alles Teil meiner persönlichen Geschichte. Ja. Sonst hätte ich nicht die Leute kennengelernt, die ich kennengelernt habe. Aber ich sag mal so, es ist jetzt so ein bisschen auch auserzählt. Vielleicht mache ich es später mal wieder, wenn ich Lust drauf habe. Aber jetzt hat sich der Fokus eben verschoben. Ich habe mir selber irgendwie so ein paar Fragen gestellt, woran du ja auch einen guten Teil dran beteiligt warst. Ich denke so immer, das kriege ich noch irgendwie unter.
und dann denkst du, ach, ach Mist, heute muss ich ja das noch machen. Dann mache ich das morgen. Ach nee, Mist, morgen war das. Okay, ne, aber oh, scheiße, wann soll ich denn das alles machen? So, und dann bin ich dann irgendwann an dem Punkt und denkst so, scheiße, schon wieder nicht Nein gesagt. Zeitmanagement, nicht so, ja. Ja, ja, das kann ich am besten. Mich schlecht organisieren. Nee, aber du hast dann quasi A, viel zu viel gearbeitet. Hm. Und B, auch kaum noch Musik gemacht. Das, da war halt keine Zeit für. Leider. Und das ist halt mein Ventil. Die Musik ist meine Droge, meine Liebe, mein Leben. Und wenn, ja, ich habe quasi nicht gelebt in der Zeit. Ja. Wenn man es jetzt so ganz, ganz hart formuliert. Ja, und ich habe auch das Gefühl, es ist auch ein bisschen Medizin für dich. Auch das. Ja, ja, Droge halt. Ich wollte es ein bisschen positiver formulieren. Ach so. Ja, gut gemacht. Ja, und ich habe natürlich immer irgendwie zwischendurch so, auch wenn ich dafür keine Zeit hatte, habe ich so wenigstens ein Stündchen so irgendwas aufgenommen, was aus mir rauskam. Und im letzten Sommer, also 2017, habe ich also den einen oder anderen Song schon mal irgendwie in einen ganz bestimmten Ordner gepackt. Für mich von außen war der Moment, wo ich auf der einen Seite dir zuschauen musste, wie du keine Musik mehr machst und daran fast kaputt gehst. Gleichzeitig immer mehr Comedy und Unterhaltung machst, weil das so das war, was auch Leute so ein bisschen erwartet haben. Ja, klar. War für mich total erschreckend, weil ich theoretisch das ja schon wusste, wie wichtig das für dich ist. Aber das zu sehen und zu beobachten, was mit dir passiert, wenn es wegbricht, war schon echt was mir total nahe gegangen ist. Und deswegen war es für mich auch umso schöner, als ich dann gemerkt habe, ah, okay, bei dir hat es so krass Klick gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt meine eigene Mucke. Ja, ey. Und jetzt du weißt ja selber, wie lange ich nach meinem eigenen Sound gesucht habe. Ja. Das war ja genau das mit den Stimmen, das Problem. Diese ständige Suche nach was bin ich eigentlich? Wer bin ich? Wie klinge ich? So, und irgendwie scheine ich es gefunden zu haben. Und ich bin damit sehr zufrieden. Wie klingst du denn jetzt in einem Satz? Wenn du dich jetzt selber anmoderieren müsstest. Funky. Das war ein Wort. Ja. Funk. Ich klinge funky. Ich finde das auch toll. Und jetzt, trotzdem hat es noch niemand gehört. Ja. Woran liegt das denn bitte? 70% der Songs sind fertig. Tatsächlich hängt es ein bisschen auch an der Zeit, leider. Das ist immer die Zeit, die fehlt. Aber die... Ja. Du gehst jetzt ein bisschen seitlich. Setz dich mal hin. Du kannst die Augenbinde jetzt wegmachen. Alter. Oh, mein Herz. Hey. Nice to see you. Marty hat mir gesagt, eigentlich bin ich fast fertig. Was mir noch fehlt, ist ein bisschen Zeit mit Guy. Und die habe ich gerade. Oh, ein deswegen, bisschen Zeit mit Guy. Ja. Deswegen hier unser Überraschung für dich. Wir schenken dir Zeit mit Guy. Es wäre voll cool, wenn du, bevor ihr anfangt, jetzt so richtig loszumixen, einmal in diese Kamera, wie so ein richtiges Lied klingt eigentlich, erzählst, was du für Instrumente auf dem Album hast. Aha. So wie du das quasi bei Gästen sonst auch machst. Drums, Bass, Gitarre, Synthi, Keys, alles das? Ja, kannst du auch einfach. Ja. Ich lass dich so lange hier. Alles klar. Danke. Na gut. Instrumente. Meine Platte wird ein Funk-Album. Kaum Gesang, bis auf ein paar wenige Ausnahmen und ein Rap-Feature. Die Instrumente habe ich zum Großteil selbst eingespielt. Bass, Keys und die Drums halt auf dem Keyboard über MIDI. Aber an manchen Stellen habe ich festgestellt, da komme ich einfach an meine Grenzen. Zum Beispiel an der Gitarre. Ich bin jetzt kein Profi-Gitarrist. Und so habe ich was gemacht, was mir erstmal ziemlich utopisch vorgekommen ist. Ich habe Corey Wong, der auch bei Wolfpack Gitarre spielt, angeschrieben. Wir haben so ein bisschen hin und her gemailt und zack! Auf einmal hatte ich tatsächlich auf jedem meiner Songs mindestens die Gitarre. Manchmal auch so zusätzlich noch ein paar kleine Spielereien von Corey. Was ich einfach ziemlich krass fand und immer noch finde. Und inzwischen haben wir uns mehrfach getroffen und auch schon zwei Konzerte zusammen gespielt. Das ist echt ein Traum.
Und er ist wahr. Dann wollte ich bei zwei Songs echte Drums, die hat mir Davis Schulz eingespielt. Den musste ich an manchen Stellen ganz schön zügeln, damit er nicht zu sehr eskaliert. Und dann habe ich noch ein paar echte Bläser auf der Platte. Die Trompeten sind von Jojo Rosenberger und mein guter Freund Lutz Schwarz hat ihn aufgenommen und so ein bisschen Trompeten-Arrangement gemacht. Am besten hören wir uns das mal anhand von einem Song Spur für Spur an, wie bei so einem richtigen Wie klingt eigentlich? Und machen uns dann daran, den Song fertig zu machen. Da fehlt mir noch so ein bisschen was. Und mastern ihn dann. Drums. Die Drums spielen hier quasi einen Rockbeat. Kick auf 1 und 3, Snare auf 2 und 4 und die Hi-Hat spielt durchgängige Achtel. Und das war's. Schön einfach. Bass. Der Bass hat auch eine ziemlich simple Aufgabe, nur Grundtöne mit vielen Pausen. Da ist dann noch ein Synthesizer mit dabei, damit's schön schnarrt. Gitarre. Corey hat hier aus seiner Trickkiste eine kleine Auswahl an funky Gitarrenriffs gezaubert. Einer davon ist auch wieder nur die ganze Zeit derselbe Rotz. Immer und immer wieder. Groovt aber wie Sau. Trompete. Die Trompeten spielen staccato, also kurz und zickig, eine pentatonische Line, die eine Oktave höher gedoppelt ist. Nur so kann es knallen. Später spielen sie noch was anderes. Es knallt aber trotzdem immer noch. Aber mir fehlt hier noch ein bisschen was. Der eine Part könnte noch so ein bisschen voller sein, deswegen würde ich mega gerne noch was aufnehmen. Können wir hier vielleicht ganz kurz noch so ein paar Vocals aufnehmen? Maybe that's the real name of the song, you know? Ja, dann lass mal reinhören. Ja. Wie klingt eigentlich Marty Fischer? Manchmal klingt er so. Und manchmal klingt er... Mastering. Und damit können wir ins Mastering gehen. Hier ist mir wichtig, dass der Sound oben crisp und unten bumpy ist. Dass alles angenehm frei klingt, aber trotzdem schön zusammenkompresst ist. Man sagt auch geglued, also geklebt. Außerdem mag ich simple musikalische Patterns, die dann im Song ineinander greifen. Denn beim Funk, finde ich, hat mindestens ein Instrument die Aufgabe, ganz stumpf immer das Gleiche zu spielen. Wenn das aber mit Schmackes passiert, groovt der Song schon von ganz alleine. Alle anderen Instrumente können dann ausrasten, wie sie wollen. Aber eins bleibt immer steady. Punkt. Wenn du noch in die Kamera moderierst, deine Standard-Abmoderation. Nächste Woche seht ihr, wie Marie Marti eine Überraschungsbühne gebaut hat. Nein. Doch? Doch? Ach so! Ach du Scheiße. Es geht noch weiter, oder was? Alles klar.
Nächste Woche seht ihr dann, wie Marie Marti eine Überraschungsbühne baut. Das wird bestimmt mega spannend. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Seid auf jeden Fall dabei und abonniert uns bitte gerne. Dankeschön. Ciao. Wir haben noch was für dich. Es ist ein Geschenk. Mhm. Live.